Moin Leute, ich habe euch nicht vergessen, keine Sorge. Sorry, dass jetzt zwei, drei Türchen ausfallen mussten. Ich bin mit dem Vorproduzieren nicht hinterhergekommen, kamen noch ein paar andere private Dinge dazwischen und dann musstet ihr auf der Strecke bleiben. Tut mir leid. Die kommenden Videos sind ein bisschen aufwendiger, auch das heute. Nämlich habe ich mir, oder beziehungsweise ich hole ein bisschen weiter aus, damit ihr wisst, wie das Ganze zustande kam. Es war ein Mailands Triple angesetzt, also eine Abwandlung von meinem Format auf Twitch, Mailands Double, kennt ihr alle. Und letztendlich war ich zu dem Termin dann krank und jetzt haben wir für Dezember keinen neuen Termin finden können, gemeinsam mit Toxic und Jack Heffer, den beiden Mitspielern für diese Challenge. Und somit müssen wir das Ganze in den Januar verschieben und ist ein bisschen schade, aber es geht halt einfach nicht anders. Dezember, Weihnachts-, Adventszeit ist für jeden stressig. Besuch hier, Besuch da, tralala, leck mich am Arsch. Ist halt einfach viel los. Deswegen dachte ich mir, wenn das mit dem Stream-Format im Dezember nicht klappt, dann muss ich die beiden wenigstens für eine YouTube-Aufnahme rankriegen. Und genau das haben wir gemacht, mit dem Ziel, innerhalb von 30 Minuten 69.000 Schaden zusammen zu fahren. Sprich, wir alle zu dritt nach 30 Minuten Spielzeit 69.000 Schaden. Und wie das gelaufen ist, seht ihr am heutigen Adventskalender-Türchen. Viel Spaß! Oh. Wer hat gezahlt hier? Wer hat das Match mit ihm bestellt? Ich weiß nicht, ob ich das haben will eigentlich. Aber Hitpoints gibt's viele. Hitpoints gibt's sehr viele. Ich überlege, ob wir vielleicht gleich den Chief vorne ranschicken, war? Ob der rübercrossed oder selbst der Amix rübercrossed? Wir können ja sehr gut covern, weißt du? Ja, können wir machen. Möchtest du es probieren, Toxic? Ja, mach ich. Alles klar. Schöne Camos habt ihr da übrigens auf eurem Panzer. Jack Heffer hier Space Shuttle verkleidet, ja. Ja. Wo gab's die eigentlich? Sogar diese Camo? Die gab's im Bond Store, gab's mal. Bond Store, alles klar. Ah, hier die einzig wahre. Die sehen nicht historischen aus, ne? Das ist auf jeden Fall nicht historisch. Deine sieht aber sehr historisch aus. So, oh, die Mates spotten, vielleicht können wir einen Crossshot setzen oder so. Ich fahr da rüber. Ja, ich auch. So, ich habe extra die gute Munition geladen, heute mal, ausnahmsweise. So wie es sich gehört. Okay, Toxic zieht dadurch, dann... ich muss jetzt erstmal hier drüben snipen, ne? Da ist der Damage, der gerade hochfährt. Oh. Ersten habe ich. Erste 1300 von 69k haben wir schon. Gut. So, Jack Heffer, du bist dort? Gut, dann fahre ich hier mal in die Ecke und guck mal. Arti hält die schon rein. Wie kann die Arti da hinschießen? Die steht auf J0. Ja, okay. So, Toxic. Ja, wirklich? Wenn es ernst wird, ne? Schrei und dann wasten wir uns mit rein da. Wir können es uns eigentlich nicht leisten, hier einen Tank zu verlieren. Boah. Stehen beide auf diese Stecklob? Nee, das ist die Badget. Ah, die muss jetzt leer sein, ne? Ja. Ah. Ich sollte vielleicht doch wieder mit dem Router connecten. Perfekt. Aber dann müssen wir in der ersten Runde ein bisschen mehr machen, ist fein. Borgerno steht im Field. Ja, okay. Ja, die 261 steht ja wie auch. Stritzwagen, jawohl. Wenn es ernst wird, dann ich ziehe mal mit dem E100 durch. Ja, dann komme ich auch mit rüber. Ich denke, das ist ganz smart. Guck mal, da haben wir ja übel den Platz da drüben, sehe ich gerade. Alter. Ja, wir können hier auf den Kranwagen auch schießen, auf der Einser. Jawohl. Ich komm ran, wir könnten auch den Superkong vielleicht sogar einfach pieken. Toxic, wollen wir einen Trade machen? Also andersrum meine ich nicht, den vor uns. Da oben steht noch was und der Kranwagen geht auch von hier. Nee, also ich meine hier den hinter uns, den Superkong. Ich warte mal auf dich. Du? Ja. Ja, ich komme. Let's go. Wow, never mind. Oh, okay, der E4 auch noch, die AD auch noch. Scheiße. Wenn die Mediums da vielleicht vorpushen könnten. Jetzt habe ich einen Trade gemacht. Wie diese Badget-Art hier reinschießen kann, das gibt's ja nicht. Jetzt stehe ich ja auch ungünstig damit. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ja, die Mediums machen da, glaube ich, jetzt auf den Kran. Ja. Das Ding ist bloß, dass der Kran Cover hat, ne? Und das ist halt auch noch ein Kran. Ja.
Ja, aber ich glaube, dem kann ich hier in die Seite schießen. Ja. Okay, okay, der Push wurde da doch nicht. Die Gun sagt nein. Hm. Ich probiere mich mal gleich rauszuziehen. So, das sollte unspotted sein. Ich habe so einen ganz ekligen Filter, wenn ich reinsuche. Weißt du, was das ist für eine Einstellung? Ah, so diesen Glasfilter, diese Optik. Diesen ja, Optik-Effekt. Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, wo man die ausschaltet, aber ich weiß, dass es die Einstellung gibt. Das ist Optik-Effekt in Sniper-Modus. Ich glaube, rechts oben irgendwo. Aber haben das nicht die Gamer alle aktiviert? Genauso wie die ja, Dynamik der Kamera. Genau, dass die das ist alles schön wackelt, sobald du mal schießt. Ja. Muss ja historisch akkurat sein. Ja, richtig. Genauso wie die Kamos. Jetzt kommt hier noch ein Badger. Das ist echt ekelhaft hier drüben. Dauert auch sehr lange die Runde. Ich bin in Time, um den Stritzwagen hier zu fahren, geil. Was hier? Nice. Bei wie viel Damage seid ihr so? Oder soll ich nicht fahren? 930 und du so? 500. Ja, okay, gut, dann frage ich nicht. Ja. Also ich habe halt konstant 100, 150 auch. Ja, dann musst du einfach besser sein als dein Ping. Ja, erinnert mich an die Trainingsgegner in A oder so. Richtig. Du meintest, Progetto war noch außen, ja, hier auf dem Field. Der war hier. Da war der. Jawohl. Guck mal, hier unser Stritzwagen geht jetzt in Angriff über. Das ist ja der Wahnsinn. Oh. Ja, spottet hier vorne. Das ist gut für uns. Kann ihn fahren. Auch ran, aber der wird schon tot sein. Marvin, komplett gefahren. Jetzt ist jeder auf, ne? Jeder auf? Oh, du hast recht, jawohl. Machen wir den Ansturm-Play, ja? Ja. Gut, ich komm mit. Wurde aufgemacht vom Badger, aber. Okay. Die SUVs können hier jetzt auch schon. Ja, das kann Martin. Die Badger müsste gleich leer sein. Ja, diese Clickerino hier immer noch, ne? Hat der Badger das gemerkt? Er hat's gemerkt, ja. Ich lass dich mal. Frage ist, ob die anderen das gemerkt haben. Der Badger ist leer, glaube ich. Ich lass dir mal den Vortritt, du kannst dich hier. Ah, der hat sich umgedreht, guck mal! Der, ja, ja. Weg, vielleicht? Nee, ich hab nicht gereicht. Hat eine Härtung drauf. Mal schauen noch. Die 7? Ist der E3. Ich hab nur noch einen drin, Jack Heffer. Ich würde vielleicht erstmal nachladen. Ja. Sehr gut, die RT ist raus. Sehr geil. Nice Shot. Toxic, bei dir ist alles noch in Butter? Ja, es geht so. Das Peaken könnte halt kritisch sein. Ja, wenigstens sind die Adis jetzt weg, das ist schon mal was. Ja. Das Ding ist halt, wenn der E3 schlau ist, ah ne, der hat sich lokalisiert, steht nicht mehr da. Ja. 3 Sekunden. Ja, der S-Punk schießt. Er weiß. Er schießt, ja. Oh. Ah. Oh. Hat er. Der S-Punk weiß, was er tut, dammit. Ich fahr jetzt mal hier innen ran. Pass auf den E3 auf, guck mal. Oh ja, ja. Der bemerkt mich nicht. Okay. Der fährt sogar jetzt seitlich. Ich schieß mal nicht drauf. Wollen wir den S-Conk einfach angehen hier frontal? Guck mal. Ich fahr drauf. Ja. Die drehen zu mir, die drehen zu mir. Ja, mich gerade noch rum. Ich komm. S-Conk ist wieder bei euch. Ich muss dich mal vorlassen hier, Jacques. Ja, ja. Weißt du mich denn? Oh, ja. Oh, der Schussring ist sehr tief, hart gebounced. Ja, ich bin auch abgeprallt, leider. Ich geh mal hier rüber. Ich hab nur noch einen Scheiß, jetzt hat mich die Arte geholt. Das war nicht gut. Ja, ich war außen ran. Der T57 ist leer. Jawohl, ja. Dann fokus den S-Conk, wenn ihr könnt. Hab ich? Schön, Mann. Sehr geil. Ey, klasse. Geil. Schau mal, ob du das 87 bekommst. Der zielt nicht auf dich. Der eben die Grille ab, genau, der guckt nicht. Sehr nice. Geil. Ey, ist doch okay, oder? Ja. Das war halt eine sehr lange Runde, ne? Das kostet viel Zeit hier. Naja, ich meine, aber so lang war es ja dann auch gar nicht. Es war halt viel rumgesteht und nichts passiere. Also ich habe halt 3-3 auf der Uhr. Ich weiß nicht, ob ich den Blind gemacht habe auf dem STV noch davor. Ja, ist fein. 4. Ich glaube, wir gleichen das wieder aus, die Runde. Weil er einfach 6 safe, oder? Nicht ganz. 6 oder 7k. Ja, ist doch gut. Also ich denke, wir liegen hier voll drin. Einen Blind habe ich getroffen. Ja. Ja, dito. Geil. So Leute, gar keine Zeit verlieren. Ich würde direkt wieder reingehen.
Ich überlege erstmal hier den DD zu machen, obwohl. Ich denke, wir sollten direkt offensiv spielen, ne? Ja, also ich. Du kannst halt vielleicht in die kleine Stadt gehen mit dem 5D und dann da K-Linie abheben. Willst du was aufmachen? Ja, ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar crossen kannst, Jack, für was meinst du? B2? Random, glaube ich. Nicht in, so dem, gut. In dem dicken Panzer auch nicht. Ja. Also, ich spiele halt eigentlich auch gerne hier, aber mit dem M4 geht es halt einfach nicht. Ja. Los. Ja, da würde ich hin. Ja, ja, ich spiele dann links hier und schaue, dass die dich nicht overpicken. Sehr gut. Ja, fein. So, schaffen es unsere Leute zu spotten, ist die Frage hier. Der EBR ist AFK. T100 versucht in die Ecke zu kommen. Naja, gut. Mal schauen. Ich fahre mich jetzt auf halbe Höhe. Rino hat Bock. Jawohl, Rino kann ich dir auch helfen, wenn er piekt. Oder überpiekt. Nee, okay, E3 steht auch vorne. Okay, das heißt, das sind E3? Schon mal keine Camper-TDs. Das ist schon mal angenehm. E92 hat. Oh, es gibt keine Camper-TDs, das heißt, wir können Freeplay machen. Ja. Wir können ja einfach pieken, wie wir lustig sind. Ja. Dammit, Alter, mein 50B hat gerade gar nichts getroffen. Ich hätte das Glück machen können, aber gut. Ja, nice, ey, geil. Ich würde aber mal hier drüben bleiben, ne? Damit wir uns ein bisschen damit ich der nicht den Damage wegnehmen. Ja. Da drüben. Ist wieder bei mir, der E3? Jetzt wieder bei mir. Ah, 140 von da hinten. 140er kann ich meinen Häuser gleich beschießen. Erstmal diesen Panzer 7 hier. Oh mein Gott. Was der L3 und C3 ist halt grad nervig. Natürlich, ja. Und ich kann hier links auch nicht overpeaken. Hat die FTB. Rino overpeaked. Oh shit. Ich kann euch gerade nicht helfen. Ich bin im Reload. Boah, die AD setzen euch ganz schön zu. Das Schlimmste ist dieser L3, der hier rumsteht. Hm. Krieg nochmal außen ein bisschen an hier. Okay, der E3 ist zurückgefahren, Fabi. Ich bin auf den Mediums drauf. Guck mal, die pushen durch drüben. Ja, ja. E3 auch. Der E3 peakt, ja. Haben getrackt. Sehr schöner Strike. Krieg ich noch einen Schuss drauf. Klasse. Wir müssen ihn holen. So, ich fahr rüber zu Badger und ES4. Einfach auf die ja. Lohnt sich das für mich, da ganz rüber zu fahren zu Badger und ES4 oder hol ich mir den Panzer 7 lieber? Nee, die sind tot, die sind tot. Alles klar. Oder ich snipe hier nochmal rüber auf die andere Seite. Ey, das ist ein ranziges Gameplay, ich stehe aber die ganze Zeit da und snipe. Komm, highrollen. Oder so. So, unser SCB müsste jetzt mal den E3 da nehmen, das wäre ganz angenehm. Sehr schön. Sehr schön. Aha, TVP drin. So, ich YOLO glaube ich einfach rein, ich habe noch HP. Ja, ja, ich auch. Jawohl, ich habe gerade mal 4K, ist noch nicht optimal. Komm von links. Ja, ich guck mal, ob ich sie sehe. Schaut auf mich. 50 und 140er, die sind auch fast voll beide. Hat geschossen. Ja, hat geschossen. Nice. Was soll denn sonst in 2 Sekunden nehmen? Ja. Ja, nochmal. Sehr schön. Dürfen nicht vergessen, ne? Dass, vielleicht will einer von euch zurückkommen. Guck mal, das sind nur ich komm der Light und Arsch. Oh, oh, oh. Ah, overpeakt aber nicht. Arti? Arti rechts vielleicht auch. Ja, ja, da steht das safe. Der Beef möchte mich, glaube ich, haben. Ja, wenn der overpickt, dann bei den wegknallen. Ja, der piekt. Komm nicht ran. Der Bär macht vielleicht was auf. Ja, hier oben stehen sie noch drauf und warten. Ich kann die nicht sehen. Ja. Genau, EBR macht das einen richtig guten Job, ey, wow. Ja. Ah, gut, er ist tot, aber. Smart Player auf jeden Fall. Oh, 140? Oh, 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 ich bin runtergerutscht, der 50 wieder nicht, glaube ich. Nice. Boah, hab ich ein Glück. Guter Hyrule.
Nee, das war Doppel-HE. Ich habe beide Schüsse HE gepennt. Nice. Ich habe den 121 B getroffen, das One-Shot. Boah, TN 100 zieht wieder zurück. Genau. Der STB steht irgendwo vor mir. Ja, da ist er. Oder hinter mir. Ja. Ich komme. Ich versuche ihn zu rammen. Falsch. Ja, ich lade zwar nach, aber ich versuche ihn zu rammen. Nein. Warte, ich komme auch noch. Auch noch einen Schuss geben. Den hast du, oder? Ja. Ich kann ihn finishen. Sehr schön. Ist noch nicht gewonnen, Jack Heffer, ne? Ja. Ich würde mal hier hinten... Oben. Genau, ich würde die Brücke hochfahren, hinter denen. Genau, du kannst vielleicht von da schießen, wo du jetzt bist. Was hat das Bauobjekt? Der ist auch relativ low. Das Ding, ob ich versuche, nach da zu retaken, weil wenn die halt alle hier fahren, ist komplett lost. Das stimmt, ich würde sagen, du wartest erstmal, bis Mailand da oben ist. Wenn die hier stehen, dann sieht es natürlich alt aus. Ja, ich meine, aber die können... Bauobjekt fährt aber auch einfach rein. Ja, die können sich auch da drüben verschanzen im Wald und dann sehen wir die halt auch überhaupt nicht. Mhm. Ich meine, wenn ich hier so fahre, dann... Also das bloppt ja YOLO gerade, ich glaube da... Ja, Jekäfer, wir können uns gegenseitig gut covern, glaube ich. Ich denke, du kannst da durchgehen. Ja. Ich bin offen, das heißt, hier vor mir sollte noch was stehen. Hier irgendwo. Ja. Auch auf? Ja, Fabi ist auch offen. T-100. Mhm. Da komme ich nicht ran. EBR hat mich von hier geschossen. Ja. Boah, sehr schön. Kannst du vielleicht runter, Fabi? Bin hier fein, solange es 140 die mich nicht farmt. Jawohl. 268er bewegt sich. 140 ist in der Ecke hier. Dann kannst du vielleicht rein, Mailand, oder? Weiß ich nicht. Hat mir noch einen gegeben. Okay, dann fahre ich, wenn du gerade offen bist, da drüben. EBR da. Das ist der EBR. Ah. Mit dem Leck hier hab ich nix. Ich bin abgeprallt. Der 100 hat mich abprallt. Nice. Sehr schön. Und jetzt der EBR. Mit Lag. Nice. Sehr stark. Ja, warte noch, ich lade nach. Ja. Puh. Alright. Ey, aber coole Runde, oder? Selten auf Westfield, so eine tolle Runde. Sau geil. Nein, ich lade noch. Da. Was steht da? Hast du einen Schuss drauf, Fabi? Ja, ich will aber jetzt mit 25 hab ich. Vielleicht kannst du links durch den Busch piken. Erst anspotten, piken, ja. Ich kann auch einfach ranfahren und ihm meine Kanone reinstecken. Musst du nur schnell machen, bevor das Objekt da ist. Ja, der ist nicht ganz so schnell. Er piekt gerade links im Busch, also der wird dich gar nicht spielen. Okay. Dann fahr ich einen extra Weidenbogen hier. Guck. Boah, das Streamer-RNG. 50 B ist so eine fucking Maschine, ne? Sehr schön. Boah, ich glaube, das war eine richtig gute Runde für uns. Ey, wenn wir das schaffen, meinem Lag hier, dann wäre das schon richtig krass. Ja, Leute, für alle, die zuschauen, Jack Heffer hat Probleme mit seiner Leitung und er hat jetzt sein Handy an seinen Router angeschlossen und spielt sozusagen über USB-Tethering oder LTE, ganz genau. Das ist verrückt. Vodafone, ne? Top, ne? Top-Laden. Alter, hier! Also 69 kann man gleich 100.000 ansetzen können ja mit solchen Runden. Damn, das gibt's. Wobei, das Problem ist, ich glaube, wir haben bei unserer Rechnung gar nicht mit reingerechnet, dass wir auch diesen Countdown und sowas haben, ne? Ich glaube, das absolut kostet uns nochmal richtig viel Zeit. Ich guck gerade auf den Timer und wir sind tatsächlich bei 11 Minuten und 40 verbleibend. Ja. Vielleicht hätte ich den pausieren sollen. In der Garage. Und genau, Zeit eben die zum Einladen 30 Sekunden, Q-Time 15 Sekunden, Ausladen nochmal 20 Sekunden, alles abziehen. Okay, dann müssen wir einfach noch eine Runde dranhängen und ich rechne dann im Schnitt sozusagen die ganze Downtime zusammen und addiere die drauf und nehme dann den Zeitpunkt im Spiel. Wenn das Sinn macht. Okay, was machen wir? Ich würde sagen Full Mitte oder bei der Mitte. Ja. Mitte, ja. Ich würde machen 30 Minuten Spielzeit. Reine Spielzeit, ganz genau. Ah, das ist aber auch hier gerade. Ja, könnte gut sein. Das ist ein Type und ein E100. Das kann schon. Auf jeden Fall, ja. Ja, keine die Ahnung. Werden aber vermutlich Einserlinie gehen. Das könnte also ich schaue dann auch, wenn ich wenn in der Mitte nicht zu viel kommt, dass ich auch noch drüber fahre. Ja, gut, auch Begegnung. Ja. Mal einen Schuss vielleicht. Ja, schön.
Ich würde vielleicht direkt hinten rüberfahren. Ich meine, du mit dem Chief Toxic, du bist eigentlich so schnell, du solltest auch alles sehen, was rübercrossed, ne? Oder was an Heavys rüberzieht. Ich weiß, ich habe für den Schuss hier gestoppt. Ja. Es gibt auch keine Art, der T10 fährt dran. Ja, der will sogar T10, crossen. Den können wir beim Crossen mal richtig so nehmen. Seht? Hat kein Rapkit. Retrack. Sehr schön, Fabi. Sehr gut. Und auch Retract. Ja, ich kann flashen. Hat schon die Gun hoch. So, oh. War schon 1,8. Minus, sehr geil. LOL! Oh, der E100 ist oben. Beat. Der repariert nicht. Retrack. Oh, ist das lecker. Was sind diese Paid Actors? Ich muss öfters mit Mailand spielen. Ich habe hier gerade ein kleines Problemchen, Malheur, wie auch immer. Jetzt wäre es cool, wenn Frage, sind wir noch in Time da? Ich lade noch, es ist okay, ich werde es überleben wahrscheinlich. Ich bin hier oben um den Donut rumgefahren, stehe hinten an der Ecke, um zu schauen und auf einmal geht hinter mir ein TVP auf. Ich habe es auf der Map gesehen, aber ich flank auch mal rum. Komm auch. Der Type ist übrigens auch oben. Jawohl. Ja, ja, wenn wir dann hier hinfahren, nur STB ist nicht auf, der könnte noch auf A5 stehen. Ja, der 430er steht hier und niemand möchte sich hier gerade einen Schuss tanken. Deswegen, ja, ich komme auch nicht weg. Boah, das kommt auch ran. Ah, ich treffe den E100 leider nicht. Der hält mich ein bisschen auf. Die Chieftain Gun ist manchmal echt Herausforderung an sich. Ja, du, aber super, ist echt eine richtig gute Situation. Wir müssen einfach halten. Ja. Mit Einzellinien müssen wir jetzt nicht durchcappen gleich, aber. Ich glaube nicht, du. Ich sehe tatsächlich gar nicht den Cap-Balken, merke ich gerade. Wieso sehe ich den Cap-Balken? Ja, es ist auch. Weil niemand im Cap steht. Achso. Hä? Aber unser ich habe ja eher 100. Ach, deren VZ steht auch im Cap. Jetzt, okay. Guck mal, jetzt steht was im Cap, oder? Ja, ja, ja. Okay, ich verstehe. STB ist ab. Ich habe mich schon gewundert. Ah, danke PDA fürs mitten reinfahren. Er wollte nur helfen. Und stirbt. Er will doch nur spielen. So, ich lade wieder. Dieser Lag, ey. Machst du Dia-Show-Shooting? Ja. Ungefähr. Die kassieren alle richtig, sehr schön. Kommen wir irgendwie an den 430er ran? Guck mal, den VZ vielleicht. Der Pete, der steht auch. Ah, jetzt nicht mehr. Ja, kommen wir halt nicht ran, da wo er steht, Mann. Oh, ich habe ein riesiges Problem. Die Gegner haben den Donut gewonnen. Und ich werde von allen Seiten abgefarmt. Damit, der Stritzwagen hat nicht gemacht. Jetzt bin ich one-hit. Ja, Toxic, ich sehe es gerade. Ich versuche dir mit dem 54er zu helfen, aber ich komme einfach nicht ran. Ja, wir haben den Hiller auch verloren. Okay. Ich dachte, wir müssen uns einfach im Spiel halten, glaube ich. Irgendwie. Wir haben ihn komplett verloren. Nice, Toxic, du machst es. Ja, der VZ nimmt mich. Puh, jetzt wird's tricky, ey. Okay. Ich habe meine 5K gemacht. Du hast deinen Soll erfüllt, ja, klasse. Sehr gut. Ich glaube, ich muss jetzt hier hinten bleiben, ne, und warten, dass da irgendwie einer einen Fehler macht in der Mitte. Vielleicht der Badger sogar. Ja. Ich traue aber auch diesen Baum hier nicht. Guck mal, wo der Char steht. Der kann den Badger nicht spotten. Ist er komplett hinter den Felsen gefahren, ja? Aha. Ja, ja, der steht hier hinter. Fabi, ja, ich glaube, der Rock ist ziemlich krass. Ja, wenn du hier zurückkommst, kannst du aber vielleicht einen guten Play in die Richtung machen. Oder was der Badger, der wird mich doch auseinandernehmen und auf den Cross bekomme ich vom Type dann. Badger hat die Hälfte seiner HP. Oder nur noch Hälfte HP. Oder kommen die jetzt hier rangepusht hinten, Type und Co. Oder wir könnten halt versuchen, Sardinian Play zu machen. Ja, ja, ich glaube, wir können nochmal ganz unten rum. Aber guck mal, wenn wir Z und Type rankommen, würde ich auch sagen, wir können einfach Halldown hier gegen die spielen. Also du Halldown und ich klipper da ein bisschen rein. Guck mal, Badger steht komplett offen. Habe ich vielleicht einen Shot. Ne, aber da vorne kommt... Der pusht sogar raus, diesen Fehler. Nice. Bin getrackt. Vegan. Und Fabi. Ah, krumme Baguette hier heute. Das war jetzt nicht lag, RNG. Aber ich habe noch einen Schuss vielleicht. Du kriegst noch einen. Ah, ne, er fährt wieder safe. Damit.
Naja, oben wirst du den nicht pennen. Nee, aufbauen, das ne? penne ich nicht. Ja. Dann macht über Einserlinie. Oder RNG Fanroll des Todes. Ja. Ist ein bisschen davon abhängig, was Teil und WZ machen. Ihr könnt mit einem Hilfern, der Stritzwagen ist ran. Ja. Ja. 5 ist frei. Wieder außen ran. Becker verfährt und Mailand steht aber Redline. Ausnahmsweise mal Rollen umgekehrt. Ey. Was? Ja, ich werde immer als Redliner bezeichnet. Na, ist für alles so. Das ist uncalled for. Ja, gar nicht. Ich hoffe, Cap wird kein Problem werden. Aber der Cap, wir haben Einserlinie jetzt gewonnen. Du sollst sie doch ernten können da drüben. Ja, ja, Type kann ich gerade ernten. Oh, okay, doch nicht. Ach, wieder nur auf Kette. Der mit 50 Sekunden. Ich hoffe, da fährt jemand rein, dass er ja. wieder hinbekommen. Ja, der Shitbahn, Faust, Shitbahn die Faust, die Olon. Ja, ich meine, gut. Ich lasse mich mal ein Stück ran. Genau gesehen, Fabi. Ja, ich lade noch 12 Sekunden. Ja, ja. Der Stritz guckt zu uns, ne? Vielleicht kannst du den sogar beschießen, Jacker. Ja, ja, ja. Ja, du bist schon dran, gut. Sehr schön, Mann. Einfach reinfahren, Fabi, dass du für die 30 noch bekommst. Alter Kanone, troll mich jetzt nicht. Der Char? Ja. Unlucky Timing. Ist okay, vielleicht krieg ich noch einen Ram hin hier auf den Kollegen. Wir probieren's. Noch eins. Oh, ich lade 15. Fahr jetzt nicht runter. Ja, sehr schön. Ist okay, ein Schuss war noch drin. Und was für einer? 630. Ja. Ich habe Timer pausiert mit 3 Minuten 19 auf der Uhr. Also ich glaube, am besten machen wir sogar noch 2 Runden. Zur Not, ne? Nimmst du die eine Runde halt nicht mit rein. Jawohl. Aber ich weiß gar nicht, wie viel uns das kostet, diese Timer und alles. Bestimmt jedes Mal 2 Minuten, oder? Ja, ja, das hat uns sicher Minuten gekostet. Ja. Hier, aber guck mal, wie wir da vorgelegt haben. Was waren das? 17k combined die Runde, also nicht schlecht. 17,5. Okay, ich weiß leider nicht, wie man die Stadt hier vernünftig spielt. Das heißt, das würde ich einfach euch überlassen. Mach ich hier vielleicht, hinten. Hier genau. Ich das ist super entspannt. Achso, ich wäre vielleicht jetzt in E6 reingefahren. Naja, würde ich nicht vorschlagen. Mach hier hinten. Einfach halt down, okay. Da musst du gar nichts können. Ich spiele Encounter hier den Modus eigentlich nie. Ist hier ranfahren auch fallen oder werden die nicht overpeaken des Todes? Nee, ich denke, wenn ich auf G1 stehe, dann bist du da ja sowieso fein. Ja, ja, true. Ich komme mal mit in die City und mal gucken, was die Gegner da so auftischen und dann können wir gegebenenfalls sogar irgendwie gegenpushen oder weiß nicht, irgendwie offensiver halt einfach spielen. Mhm. Boah, einiges auf dem Feld. Jawohl, wir können am Anfang, glaube ich, ja. hier direkt mal aufs Set reinpieken, Fabian. Ja, ja, hatte ich auch vor. Ja. Ich bin hinter dir. 100. Hallo, T-Hundo. Ich mache auf Sherry dann noch. Achtung, hör rein. Ich habe noch 4. Ja. Gut. Out. Nice. Easy. 2k Damage. Da steht in der Holdown VZ, das ist... das ist natürlich ein bisschen Bein. Unbequem, ne, wie er da steht. Wenn wir Glück haben, ne? Macht die Maus irgendwie einen Play? Oh, da vorne, geil. Oh, Jagd-E auch noch. Oh, da steht ein Jagd-E. Ja. Ich kann keinen Play hier reinmachen. Ja, genau, so. Ich wollte gerade sagen, das wäre vielleicht jetzt perspektivisch gesehen irgendwie die nächste Option, aber... Aber solange der LV noch zu ist. Ja, genau. Arti hat... Ach, das ist wieder eine Clip-Arti. Eieiei. Eine dieser spaßigen. Ja. Unser FV hat die Focht gerade komplett gelöscht. Ja, ich denke, wir müssen das einfach piano machen, ne? Die Maus und so, die laufen uns ja nicht davon. Unser E-Modus geht da jetzt rüber. Gerade mehr Akro? Bin mir nicht sicher, ob das ein guter Play von ihm ist. Oh, sein. Ja. Oh, Maus. Fliegt da jetzt auch rein, ganz frech. Hab leider nur 3 gemacht, aber ist okay.
Rennen auf Teufel komm raus, diesen jagt ihr nicht. Beim Lag ist nicht so einfach auf die Druid Weak Spot zu zielen. Das glaube ich, ja. 140er von rechts. Ich würde auf den erstmal schießen, weil die Maus rennt uns ja nicht davon, der war völlig schon. Nein, nein. Du müsstest meine Aufnahme sehen, was hier gerade abgeht. Tankst du den Schuss, dann pieke ich immer rein. Weil der denn da ab. Okay, ich lade wieder. Ah, sorry. Ja, V ist auf, alles gut. Grill aus, alles gespottet. Falls du Druck machen kannst, Toxic. Probier vielleicht Druck zu machen. Geht so, der 60 HP schaut noch auf mich. Jawohl. Ja, ja, den bin hinter ihm. Nice, ich komm mal mit rüber hier. Nicht mich, nicht mich, nicht mich. Aua. Oh, sorry. Ja, ja, warte, ich muss den jetzt klippen, weil hinter uns kommt der VZ dran. Mann, ja. Der ist schon raus. Damit's. Ich schilde den. Ja, der ist okay, er schießt nicht um uns. VZ ist leer, ich versuche ihn zu holen. Jagd, der guckt nicht, Kran guckt auch nicht. Okay. Anlage ist minus 1, minus 2. Kran ist leer. Oh. Da war der Timer alle und jetzt guckt er nicht. Ja, er hat sich genau umgedreht. Im letzten Moment hat er mich noch geholt. Diesen Jagd, den kann ich einfach nicht pennen. Mit diesem Lag. Das ist okay, das sieht gut aus. Echt krank. Auf die TDs könnt ihr auf jeden Fall jetzt nochmal schießen. Mal schauen. Oh, 6 HP. Ah, richtig toxic, sehr gut. Der hat locker 2 Schüsse mehr machen können. Ja, ich glaube ich, okay, ich meine, ich liege jetzt bei 4,5k. Ist jetzt nicht so großartig. Ich habe halt nur 3. Ich habe auch nichts gemacht die Runde. Ich habe 2,5. Ja, ich meine, aber ich glaube im Verhältnis zu den anderen Runden, was Schaden zur Zeit angeht, gar nicht so schlecht. Und war eine sehr, sehr schnelle Runde. Ja. Ich meine, wenn wir jetzt noch genau so eine schnelle Runde hinkriegen, dann ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ist vielleicht machbar. Ja, aber es ist Begegnung. Ich weiß gar nicht, ob da recht so viel los ist dann. Auf jeden Fall könnte da viel los sein. Wir können auch mitfahren, wenn ihr das wollt, klar. Wir können ja auch machen, ich fahre in die Mitte und Jack fährt rechts rüber und du, weiß nicht, wobei ich glaube, ich glaube, Chief wäre besser für oben, für rechts. Ja, und ich würde sagen, lass uns zu dritt rechts fahren. Okay. Also splitten, klar, ich verstehe das, aber irgendwie denke ich, wenn wir zu dritt spielen, können wir halt einfach schneller die Leute ausziehen. Die Map ist, by the way, auch ein Grund, warum ich Encounter bei mir in Randoms ausgemacht habe, auf der Map. Wir hatten Medium-Platoon dahin und dann ist das Game vorbei. Genau, der jetzt gegnerische Einser-Platoon. Erstmal Richtung Cap. Die fahren alle drei in Cap. Das ist ja auch noch so eine schöne Höhle, ne? Kannst unten drunter stehen, schön den Ausblick kriegen. Ich meine, die Map ist ja wunderschön, wenn du hier guckst vor uns, diese Felsen und so, das sieht schon geil aus. Mein World of Tanks ist ja ein Objective-Based Game-Mode, also... Richtig? Ach, Cap ist ein Objective, ja? Ja, und Quickie Boy Points sind auch ein Objective, ne? Das ist eine ganz legitime Option, da zu cappen. Wie war früher das Meme immer nicht für WN8, sondern für WN6 gehen? So, ich sehe den Grille nicht. Weiß nicht. Die Grille, ich hab ihn. Die hat Spaß gehabt. Meiner. Ich hab's Gefühl. Oh, das ist einer Platoon vom Tier. Sehr geil. Ich fahr rechts außen. Jawohl. Konzept ist schon hier oben auf Ernteposition. Die werden gar nicht reinkommen hier. Jackeffer, dann komme ich mit zu dir rüber, glaube ich, oder? Obwohl, nee, die aimen jetzt da alle ab. Du schaffst es mit dem E5. Ich kann die da halten. Ja, sehr gut. Dann kommen wir hier von links an den E5 ran. Ja. E5 hat. Hast du den mal gehabt, oder? Ich hab ihn, ja. Ich weiß nicht, was der Face hier vorhat. Ich spiele ihn halt vorne. Der 2-8-3 will sich drownen, wenn du noch Schaden drauf machen kannst. Hat der denn vor? Ja, schön. Ich lade. Der wollte sich saufen. Ja, und jetzt macht entspannt, ne? Weil da vorne die Logenplätze sichern. Ihr habt. Yes, 4 hat, ja. Ah, sollte ich schon in die Mitte fahren? Ich mach das mal. Es fehlt nur noch ein Stritzwagen. Und natürlich die beiden Artis. Ein Artis ist erstmal blau. Perfekt. Hab den Stun repaired, bevor... Alter, what the... Also. Ja, hier warten ein Chieftain und ein T30 auf euch, Leute. Ja. Haltet euch mal ran. Ich drück W so fest, wie es geht. Ja,
sehr gut. Ich glaube, ich tank den T30 einfach und fahr durch. 7 Sekunden. Ich kann auch tanken. Ja, ich bin auch noch von der Redo. Oder ich überlasse die euch beiden, weil ihr seid die schnellsten. Ach, T10 ist noch da, ne? Dann auch noch, okay. Komm ich mal ran. Ist das unfair? Unfair, ja, du meinst, sind wir gut. Ach so, ja, ja, klar. Ja, genau. Wie war das mit dem Gutsein? Ja, ich wollte gerade sagen, was da passiert. Ich lade, by the way. Check ich habe noch 3 Sekunden. Ja. Ja. Arti hat auch Bock, okay. Oben ist der Stritzwagen, der ballert auf uns. Oh, mein Driver, nein. Aber Toxic, du hast doch gut Schaden gemacht. Ja, ich habe 4-6. Ich habe meinen Soll wieder erfüllt. Sehr gut. Die E75 ist übrigens noch voll AP. Ja. E62, ja, der steht immer noch da oben drauf. Cap sollte kein Problem sein, denke ich. So, dass wir durchcappen. Ja. Ich fahre hier rechts hier hoch den Weg zum Essen. Ja. Muss aufpassen, dass der dich nicht gleich aberntet am Eiland, ne? Der ja, Stritz. Zur Not muss ich hier runterdroppen in dieser Senke. Oder hier stehen bleiben. Ich habe by the way immer noch Mikrolags, aber nicht so viel davor. Also. Ja, passiert. Aber immerhin fährst du wieder Richtung Redline, ne? Ja. Nicht auf Kette bekommen, schade. Noch 5 Sekunden. Jawohl. Atiat. Schön gemacht, sehr gut. Ja, boah, also ich glaube. Total. Hier haben wir ganz gut das Spiel diktiert. Ja, einfach durchgefahren. Das ist ja der Wahnsinn. Ich spiele völlig oder sehr selten diese 10er-Dreier-Platoons, ne? Weil es halt meist Ruffle Stomp ist. Aber immer wenn ich es mache, dann merke ich immer wieder, wie einflussreich das ist. Gerade mit solchen Panzern. Das ist ja völlig gottlos, Mann. Ich meine, wir haben den Soll ja sowieso erfüllt jetzt, ne? Also ich habe 4-8 Average. Ich habe 4-7 Average. Ich habe 6-1 Average. Alter. Das war die 69K Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr von diesem Content haben wollt, lasst es mich gerne wissen. Schaut gern bei den beiden vorbei, deren Streams sind unten verlinkt. Lasst ihnen ein Follow da. Da seht ihr mal tatsächlich gutes Gameplay, nicht so wie bei mir. In dem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen mit einer weiteren Challenge und mit einem weiteren Gast. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Peace.